Ihr werdet das sehr wahrscheinlich in dem Vlog sehen, wenn ich am Rande meiner Nerven bin und mir denke, oh mein Gott, Sophia, worauf hast du dich eingelassen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon auf Menorca, wie ihr seht. Die letzten Tage habe ich die Kamera mal ausgemacht, beziehungsweise hatte ich sie gar nicht an, als ich hergeflogen bin. Auf jeden Fall bin ich aber da, wie ihr seht. Eigentlich war es heute kalt. Jetzt ist es heiß, wo die Sonne draußen ist. Ja. Und da ist mein Opa. Oh, hallo. Er ist wieder dabei. Und ich bin alleine hier, wie ihr seht. Und Damian ist nicht dabei, aber ich hoffe, mein Opa hat trotzdem auch nur mit mir Spaß. Und wir laufen eben gerade zurück von unserer langen Wanderung. Ich glaube, wir laufen schon seit 1,5 Stunden. Oder? Ja. Jetzt laufen wir wieder zurück, weil wir so langsam ein bisschen was trinken gehen. Haben wir vergessen, vielleicht was Wasser Kleines essen. Ja, ne? Ja, haben wir vergessen. Es war eine spontane Wanderung, weil eigentlich hat es geregnet und es war ja, grau. Dafür haben wir einen Regenschirm hier. Ah, ja. Nee, das ist ein Sonnenschirm. Sonnenschirm, aka Regenschirm. Zu beides zu gebrauchen, super praktisch. Das hier ist Wildspargel, behauptet zumindest mein Opa. Also es ist Wildspargel, sagen wir es so. Eigentlich geht er das auch pflücken, wenn Wildspargel da ist. Perfekt, Opa. Ah. Läuft. Das ist übrigens die Bucht, wo mein Opa sozusagen wohnt. Das ist Arenal del Castell. Und wir haben eben gerade die Privatjacht von irgendwelchen reichen Leuten entdeckt. Und die haben auch gleich das passende Jetski da hinten. Und da hat sich der reiche Sohn bestimmt gedacht, ich fahre jetzt mal eine Runde Jetski. Und wir gehen jetzt aber Richtung Opas Restaurant, wo der eigentlich den Garten macht für die. Und trinken dort was oder gehen baden oder irgendwie sowas. Mojito trinken. Ja, ja. Ja, ja. Tag und ihr habt gestern wahrscheinlich die Drohnenaufnahmen gesehen, die ich gemacht habe. Ich fliege ja mittlerweile auch Drohne. Ich muss das auch alles irgendwie hinkriegen. Jetzt, wo Damian natürlich nicht da ist, ich will ja auch so ein bisschen üben und so ein bisschen verschiedene Drohnenflüge machen. Ich bin bis jetzt zweimal an der gleichen Stelle gestartet. Ich will aber auf jeden Fall noch woanders fliegen und ich fliege auch immer ganz kurz, weil ich irgendwie Angst habe, dass der Akku leer geht. Hier ist so ein bisschen mein Arbeitsplatz. Ich habe eben gerade ein DIY fertig geschnitten. Dann habe ich gestern ohne Scheiß 5 Stunden am Stück meine Festplatte und meinen Computer sortiert. Beziehungsweise meinen Computer habe ich am Tag davor sortiert. Das hat auch 2 Stunden gedauert. Ich habe jetzt 400 GB neuen Speicherplatz. Meine 2 Terabyte also Festplatte ist schon mal 1 Terabyte voll. Das ist alles Dateien aus dem Ausland. Das ist Unmengen viel Kram. Und ja, das Ding ist einfach, warum ich euch noch nicht so viel mitgenommen habe die letzten Tage. Es hat geregnet. Jetzt seht ihr, dass die Sonne wieder so ein bisschen rauskommt durch das Licht. Aber es hat die ganze Zeit geregnet und gestern hatten wir ein bisschen Glück, deswegen konnten wir noch laufen gehen. Sind 3 Stunden gelaufen, aber so wirklich an den Strand konnte ich noch nicht, weil ich mir den Arsch abfriere. Und das ist ein bisschen schade. Mein Opa hat ja auch das Schlauchboot und eigentlich will ich damit auch öfters raus und so und gucken gehen, aber es ist halt einfach noch zu kalt. Wir hoffen, dass es morgen wieder richtig schön warm wird, dass auch nicht zu viel Wind da ist, weil ansonsten können wir auch nicht mit dem Schlauchboot raus und dann machen wir noch ein paar schöne Ausflüge, wo ich dann hoffentlich auch wieder ein paar schöne GoPro-Aufnahmen machen kann, ein bisschen schwimmen gehen kann, weil dafür bin ich ja auf jeden Fall hierher gekommen und nicht um den ganzen Tag hier eingesperrt zu sein. Genau, dann habe ich heute Morgen noch ein Workout gemacht, war ganz erfolgreich und hier esse ich eben gerade zu Mittag, sieht total aus wie ein Massaker, sind Artischocken. Ich habe jetzt insgesamt 3 Stück gekocht und habe ein Avocado. Ich liebe das. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Artischocken gegessen habt. Man nimmt auf jeden Fall dieses Blatt weg von dieser Blume und dann lutscht man sozusagen das untere Ende ab und vorher dippe ich das einmal in diese Avocado-Creme und dann werde ich gucken, ob ich noch Hunger habe oder nicht. Aber hier gesunde Ernährung ist echt schwer, weil Oma und Opa, die wollen natürlich, dass man ganz viel isst, vor allem ganz viel Weizen und so und eigentlich will ich ja auf Weizen das reduzieren zumindest. Aber ich versuche auch beim Brot wenigstens Dunkles zu essen und habe auch Vollkornnudeln gekauft. Da kann ich so ein bisschen schlau rumgehen. Hallo, ich war eben gerade laufen und bin jetzt in einer meiner Lieblingsplätze. Dadurch, dass das Wetter halt nicht so gut ist, dass man unbedingt schwimmen gehen kann. Man kann schon, aber ich persönlich friere mir den Arsch ab. Wir haben 24, 25 Grad und es ist windig und wie ihr seht, es ist bewölkt. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Aussicht von hier oben ist. Die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen schon, wie es hier oben aussieht. Es ist traumhaft. Es ist einer meiner Lieblingsorte jetzt hier, die so in der Nähe sind von meinem Opa und es ist echt so cool, wo der wohnt. Also, ich schätze es schon seit Jahren und es ist der Wahnsinn. Guckt euch das an. Höchst professioneller Einsatz. Komisch.
ist ja der Opa, das ist gar nicht der Damian. Aber das ist eine Waschmaschine. Das passt nicht. Ja, da wahrscheinlich eine Ratte hier drin. Oh Gott, eine tote Ratte meinst du da was? Na super. Es sieht. Ja, was soll ich dir geben? Das hier? Bitteschön. Ja. Du hast total die Quantität der Pizza, die tiene, oder? Opa, du musst auf Deutsch reden. Ja, ich bin erstaunt, wie viele Sachen hier drin sind, du. Ja, wie viele Kabel, oder? Wie viele Teile? Super viel. Guten Morgen, Damian. Guten Morgen, der Opa und ich sitzen im Auto. Wir haben heute einen Ausflug. Der Opa, der nimmt mich heute mit. Und ich fahre. Ja. Hast du Angst? Ja, ist ja. Immer anschnallen. Anschnallen jetzt. Nee, auch anschnallen. Ich fahre mit Omas Auto. Ich bin noch nie ihr Auto gefahren. Und ich habe keine Ahnung, wie das so ist. Ist das gut zu fahren? Ja, sehr schön. Deutscher Wald hier. No. Der Deutsche Wald sieht auch so aus. Wir sind eben gerade in der Höhle Kolon und es sieht sehr schön aus. Wir haben schon einen Drohnenflug gewagt. Wir können euch jetzt mal einblenden, wie das aussah. So, die Drohne hat leider plötzlich angefangen, Dinge zu machen. Ich habe sie nicht mehr gelenkt, sie hat einfach sich weitergeflogen. Und ich hatte ein bisschen Herzklopfen beim Landen. Damian, falls du das siehst, ich dachte, unsere Drohne macht einen Abgang. So, auf jeden Fall ist das der Eingang der Höhle. Ihr seht es ja, es ist sehr schön grün dort. Und es ist eine riesen Höhle. Der Opa sagt, es sieht aus wie eine Kapelle, weil es so groß ist. Und da vorne dann wird es dunkel, da geht es tief rein wie so ein Altar. Hat er schon recht, ne? Falls ihr mal nach Menorca kommen wollt und so eine Tour machen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich gebe euch den Kontakt meines Opas weiter. Ja. Er führt euch dann hierher und macht eine Wanderung. Ja. Ist nicht so einfach, hierher zu kommen? Nee, es ist nicht so einfach, die zu finden. Das heißt, meldet euch. Er freut sich übrigens immer über ein kleines Trinkgeldchen. Oder wenn ihr ihm Essen bringt oder Essen kocht, freut er sich auch. Nachdem mir das heute Morgen mit dem Laufen noch nicht genug war, bin ich nochmal alleine losgezogen, und zwar nach Fornells. Ein sehr schönes Städtchen direkt an der Küste mit wunderschönem Hafen und so. Und das hat einen ganz einfachen Grund, warum ich hierher gekommen bin. Und zwar habe ich bei uns gemerkt, dass es Nordwind gibt. So, das ist eigentlich der Spot, der funktionieren sollte für Windsurfer, wenn Nordwind ist. Und ich dachte, ich stecke es mir einfach mal aus Neugierde aus, weil damit ich könnte mit unserem Stuff hierher kommen und hier ein bisschen kiten. Problem ist, hier ist Windstille. Man sieht so ein paar Windsurfer da hinten. Ey. Sieht das traurig aus? Also, Windsurfer gehen ja auch gerne mal bei Windstille raus. Ich weiß auch nicht, wann das liegt. So, ich bin in Calatira. Das ist angeblich der zweite Spot, wo man kiten kann, wenn Wind da ist. So sieht der Spot aus, beziehungsweise der Strand an sich. Man sieht, dass da sehr viel Wellengang ist, dass da viele Wellen reinkommen. Sieht aber sehr interessant aus. Ich kann es mir gut vorstellen, dass man hier sehr gut kiten kann, wenn der Wind reinkommt. Ich zeige euch auch mal, wie idyllisch das hier aussieht. Ich bin jedes Mal immer wieder erstaunt, wie schön Menorca ist. Schaut euch das mal an, diese Wellen, die hier reinkommen, das Meer, die Klippen, diese Steingebilde und dann diese schönen weißen Häuser, die da sind. Also Menorca ist schon sehr faszinierend. Ich muss sagen, an der Ecke hier war ich bis jetzt noch nie. Man sieht auch da hinten so ein paar SUP da, also Leute mit so einem Stand-Up-Paddel. Das ist wie so ein großes Wellenreitboard, also ein Surfboard kann man sich vorstellen, wo einer oben drauf steht mit so einem Paddel, wie beim Kanufahren. Und die versuchen eben gerade die Wellen zu kriegen. Man muss ehrlich sagen, die Wellen sind gar nicht so klein und so ungefährlich. Aber schaut auch mal nach da hinten raus. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön hier. Guten Morgen, ich bin aufgewacht und wollte euch eben gerade zeigen, was für ein Buch ich momentan lese. Und zwar lese ich wieder bis zum Morgengrauen. Es ist aber erst das zweite Mal, dass ich das lese. Ich finde es einfach so schön zu lesen. Und wer die Geschichte auch gemocht hat, die Buchgeschichte ist so viel schöner als der Film. Das ist ja mal der Wahnsinn. Ist echt gefühlt sogar fast eine ganz andere Geschichte. Dann wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Und zwar bin ich gestern ohne Scheiß über 20.000 Schritte gelaufen und war 14 Kilometer unterwegs, also ungefähr, ne, das ist wahrscheinlich in echt 12 oder so, schätze ich. Beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, wie diese Programme das wahrnehmen. Auf jeden Fall heißt die App, die ich benutze, Pacer, steht das hier irgendwo?
also P-A-C-E-R. Und hier kann man auch Übungen aufnehmen und wenn man joggen geht und so. Und dann hat man so eine kleine Richtlinie, der sagt einem dann auch immer über die Kopfhörer, wie lange man nach 5 Minuten schon gelaufen ist. Ich kann die App also nur empfehlen, falls ihr ein bisschen mehr läuft oder ein bisschen eure Schritte empfehlen könnt. Die ist kostenlos. Und falls ihr wollt, könnt ihr, also es ist wirklich kein Product Placement hier, ne, irgendwie so extra Programme machen. Aber ich meine, ich gebe für sowas halt nie Geld aus, ne, aber egal. Auf jeden Fall, dieses kostenlose Ding von der App ist auf jeden Fall schon mal super. Hallo, ich melde mich heute sehr spät. Ich bin aber heute mal geschminkt und habe auch ein schickeres Outfit an. Wir gehen jetzt unten in die Bar und spielen eine Runde Bingo. Ich stehe eben gerade neben Opas Schlauchboot. Das ist so ein kleines Schlauchboot. Und wie ihr seht, ist da kein Motor dran. Das hat den ganz einfachen Grund, weil der Motor nach hinten gekippt ist und sich der Kleber da gelöst hat und der Opa das neu kleben musste. Und wir das ganze Ding jetzt auseinandernehmen müssen, weil da die Luft entweicht, weil da 3 Löcher drin sind. Nicht gerade sehr cool, aber ich hoffe, dass wir das Problem noch lösen können, bevor wir weggehen. Ansonsten habe ich nämlich gar keine Bootsfahrt gemacht und das ist so das Allercoolste, was es gibt, mit meinem Opa zusammen so einen ganzen Tag auf dem Wasser zu verbringen, mit dem Boot hin und her zu fahren und überall ins Wasser zu springen, wo man eben gerade Lust hat, ins Wasser zu springen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ihr merkt, es ist schon sehr laut. Das sind die Grillen. Und es ist schon sehr warm. Es ist, glaube ich, 8:30 ungefähr. Ich habe jetzt 3 Stunden Zeit und laufe schon seit 15 Minuten am Stück geradeaus schnell durch. Bin irgendwo mitten auf der Insel oder eher an der Küste. Irgendwo am Rand und wandere eben gerade von einem Strand zum nächsten Strand. Heute soll es ziemlich warm werden. Das heißt, der Rückweg wird fies. Aber es sind theoretisch 2,5 Kilometer. Und ich will unbedingt an diesen Strand ankommen. Weil ich hoffe, dass ich euch ein paar Drohnenaufnahmen machen kann und irgendwie laufe ich momentan gerne, wie ihr merkt. Wie ihr seht, bin ich jetzt bei ein paar Stufen angekommen. Da unten geht es zum Strand. Ich glaube, ich höre schon ein Boot. Das müsste ein Boot sein. Das sieht total idyllisch aus. Und ich glaube, hier kommt man sogar wirklich nur laufend hin. Seht ihr die Ziege da oben eben gerade? Die denkt, wir würden sie nicht sehen. Die beobachtet, glaube ich, eben gerade alles, was hier unten am Strand so abgeht. Wie ihr seht, sind leider ziemlich viele Algen hier am Rand. Die haben sich irgendwie jetzt bei dem schlechten Wetter angesammelt. Ansonsten seht ihr da vorne so ein paar Segelboote und diese einzelnen Höhlen. Das ist total charakteristisch für Menorca. Sieht aber wirklich sehr schön aus. Nach 6 Kilometern Wandern bin ich jetzt in der Villa, wo mein Opa den Garten macht. Der hat eben gerade die ganze Hecke geschnitten bei dieser brühend heißen Hitze. Nicht schlecht. Da. Man sieht auch, wie er schnitzt. Ach, die Hecke. Einen Moment. Die Hecke. Die Hecke hat er gemacht. Und da hinten die Efeu-Hecke. Also. Nee, du bist noch nicht fertig. Uiuiui. Oh, guckt euch das mal an. Mittwoch ist der beste Tag hier. Es gibt riesen Paella. Lecker. Oh, und mit frischer Sangria. Lecker. Hallo, wir sind eben gerade auf dem Boot. Wie ihr seht, Opa hat es geschafft, es zu reparieren. Es verliert immer noch Luft, aber solange wir irgendwie überleben, ist das schon mal gut. Wir sind hier eben gerade in so einer kleinen Rockenbucht, kann man das so sagen. Ich glaube, ich bin rangezoomt. Da ist auf jeden Fall der Opa. Der spielt mal eine Runde und geht ein bisschen baden. Ist schön, Opa? Ja. Sehr schön. Ja, schön. Ist so türkis. So klar das Wasser. Ja. Guten Morgen, es ist schon 10 Uhr. Ich bin auch schon wieder seit 3 Stunden wach und ich habe mich weder gekämmt, noch bin ich irgendwie schick eben gerade. Man schwitzt ja auch immer irgendwie, beziehungsweise man glänzt einfach. Ich schwitze noch nicht mehr. Ich finde es gar nicht so heiß momentan, aber es ist schon wärmer geworden. Also wir haben jetzt auf jeden Fall wieder über 30 Grad. Ich sitze eben gerade an meinem Rechner und ich habe Bali weitergeschnitten, aber ich habe das Video so gehasst, was ich angefangen habe zu schneiden. Ich hatte 30 Sekunden schon von meinem Bali-Schnitt-Liebe-Video. Ich fand das so scheiße, dass ich das nochmal neu gemacht habe. Jetzt bin ich wieder bei Sekunden 40. Jetzt gefällt es mir auf jeden Fall schon mal besser, so vom Rohschnitt bis dahin. Aber ich merke irgendwie, dass ich das nicht mehr so kann, wie früher einfach am Stück das alles zu schneiden, sondern ich brauche einfach mehrere Tage, an denen ich das schneide und dann inspiriert mich das irgendwie auch mehr, dann wird das Endergebnis so ein bisschen besser, beziehungsweise zumindest bin ich zufriedener. Das Problem ist einfach, bei dem Bali-Video, die Aufnahmen sind schon länger her und der Anspruch, den ich habe an Aufnahmen und an wie ein Video gestaltet ist, ist irgendwie so rasant gestiegen in letzter Zeit, dass ich nicht mehr zufrieden bin mit den Aufnahmen, wenn ihr versteht, was ich meine und dadurch nicht das zaubern kann, was ich zaubern will und dadurch mich natürlich auch so ein bisschen die Motivation verlässt. Trotzdessen werde ich das Bali-Video auf jeden Fall schneiden. Ich hoffe, es kommt bald online. Es zieht sich einfach
wegen meinen Gedanken, ne? Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber ich will es auch einfach online stellen, weil es auch einfach eine schöne Erinnerung für mich und Damian ist und weil euch die Videos auch immer wieder gefallen. Ich weiß, es ist ein kleinerer Teil, der es guckt, aber trotzdem freuen uns einfach immer wieder über diese Rückmeldung. Und dann gibt es noch eine weitere Sache. Ich sitze hier eben gerade am Rechner und an meinen Papieren und versuche eben gerade meine Back-to-School-Serie zu planen, so weit wie es möglich ist ohne Internet. Es wird so heftig, Leute. Und zwar ist eine 5-wöchige Back-to-School-Reihe geplant. Dadurch, dass ich es letztes Jahr nicht geschafft habe, will ich es dieses Jahr unbedingt machen. Das Jahr davor hatte ich, glaube ich, 30 Videos in einem Monat, also jeden Tag ein Video. Diesmal sind es 6 Videos, 5 Wochen lang. Dazu gehört dieser Kanal sozusagen dazu. Das heißt, dieser Kanal hier wird mit eingebunden. Die Vlogs wird es ganz regulär weiterhin samstags geben. Mittwoch wird es Themenvideos geben, die vielleicht thematisch ein bisschen mehr sich Richtung Schule beziehen und ein bisschen mehr in die Richtung gehen und Probleme, die wir alle so hatten oder haben. Die sind aber genauso gut auch anwendbar auf die Älteren unter euch, die noch nicht auf die Schule gehen. Also keine Angst, das geht, richtet sich eindeutig an beide Zielgruppen. Und dann ist das Ding, dass ich auch noch eine größere Sache, ein größeres Projekt habe, das ich betreuen werde, sehr wahrscheinlich für langfristig. Dafür habe ich am Sonntag, dem 16. einen Termin und werde dort ganztägig für einen Dreh beschäftigt sein. Und ich werde nicht vor der Kamera stehen. Es ist mal was anderes. Darüber freue ich mich auch sehr, dass ich nicht vor der Kamera bin, obwohl ich das sehr liebe. Aber ich bin sehr gespannt, wie das wird und dementsprechend kommt das noch hinzu und es wird auf jeden Fall heftig. Es hat ein bisschen was von Workaholic, es hat was von, ich übertreib's und ich gib's mir so richtig, aber ich weiß, es wird fies und ich will's aber machen, weil ich will wissen, wie weit kann ich mich selbst challengen, wie gut kann ich Sachen organisieren, planen und effizient umsetzen, damit das Ganze immer pünktlich online kommt und damit ich das für euch irgendwie machen kann. Ich hoffe, dass es klappt. Ich bin sehr gespannt und ich will diese 5 Wochen richtig heftigst durchziehen und ich will das einfach. Ich will das, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will arbeiten. Ich bin vollkommen motiviert. Ihr werdet das sehr wahrscheinlich in dem Vlog sehen, wenn ich am Rande meiner Nerven bin und mir denke, oh mein Gott, Sophia, worauf hast du dich eingelassen? Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin eben gerade unterwegs und zwar habe ich heute eine frühe Fototour und Filmtour geplant. Und zwar wollte ich eigentlich schon zum Sonnenaufgang hier sein, aber der Sonnenaufgang ist schon um 6 Uhr und so früh konnte ich dann doch nicht aufstehen. Ich glaube, wir haben jetzt 7:15 und ich bin eben gerade am Leuchtturm und versuche jetzt gleich mal an dem wunderschönen Leuchtturm gleich noch ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. So, liebe Leute, ich habe Flausch leider nicht dabei. Unglücklich, nicht gut. Sollte ich mich wieder dran gewöhnen, wenn ich an Windorte gehe, Flausch mitzunehmen. Aber auf jeden Fall wollte ich euch kurz meine Fotolocation zeigen. Und zwar habe ich mich viel mit Kameras, viel mit Fotos beschäftigt, beziehungsweise früher hatte ich mich schon sehr viel damit beschäftigt. Über die Zeit ging es einfach verloren, weil ich nicht so viel Zeit dafür hatte. Gerade während der Schulzeit, während der Studienzeit. Und ich will das Ganze jetzt wieder aufgreifen, weil es mir einfach auch für meine Videos und für meine Filmkenntnisse sehr zugute kommt. Deswegen zeige ich euch mal kurz mein heutiges Setup, wie ich heute Fotos mache. Alle Fotos, die in letzter Zeit auf Instagram gesehen habt, die habe ich alle selbst gemacht, mit Hilfe des Stativs. So, wir haben hier also die Kamera, ich habe sie auf Hochkant gestellt, ich werde sie aber gleich wieder quer hinstellen, weil der Bildausschnitt schöner ist. Und zwar gehe ich jetzt mal auf die Höhe der Kamera, damit ihr ungefähr seht, was die Kamera sieht. Und zwar habe ich ein paar dieser Knoblauchblumen, das sind übrigens Wildknoblauche, kann man das so sagen, wenn Knoblauch ziehen. Was die Mehrzahl von Knoblauch ist. Auf jeden Fall habe ich ein paar in den Vordergrund gestellt und ein paar nach hinten, sodass die Blumen im Vordergrund unscharf sind und der Fokus aber auf meinem Gesicht bleibt. Falls ihr das Foto sehen wollt, dann schaut gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich werde euch das mal hier einblenden. So sah der Bildausschnitt übrigens aus. Ich fand es ja, dass es ganz, ganz schick aussah. Falls ihr das Bild sehen wollt, wie gesagt, auf Instagram. Auf jeden Fall bin ich jetzt in der Hauptstadt von Maon, wie auch immer die heißt, wie auch immer man sie ausspricht. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, Maon oder sowas. Ich finde immer dieses Katalan bzw. diese Menorkinisch sehr interessante Sprache. Versteht man so ein bisschen, ganz minimal. So, ich laufe jetzt in die Innenstadt, ich bin eben gerade am Hafen. Ich muss ehrlich sagen, Maon hat einer der schönsten Häfen, wenn ihr herkommen wollt. Leute, es lohnt sich. Das Einzige, was ich euch empfehle, kommt ein bisschen außerhalb der Saison, denn innerhalb der Saison kann es doch sehr voll werden innerhalb der Strände. Und wenn ihr so im September kommt oder im Juni, dann ist das Ganze so ein bisschen stiller und gemütlicher. Ich will
jetzt wieder zurück aus der Stadt und ich war im Mango und da konnte ich leider nicht Nein sagen, als einige gute Sachen im Sale gab. Ich kann euch ja mal so einen kurzen Haul machen. Und zwar habe ich mir ein super stranges Spitzenoberteil gekauft. Und zwar ist es das hier. Ich hoffe, man erkennt es. Das hat hier so abstehende Ärmel, also die sozusagen weiter runterhängen, und das ist komplett durchsichtig, das Oberteil. Es ist ein bisschen strange und es ist auch so ein bisschen voluminöser am Oberkörper, was ich aber nicht schlecht finde, weil Volumen bei mir immer ganz gut ist. Vor allen Dingen, das ist so ein bisschen kaschierend für jemanden wie mich, der nicht so viel Brust hat. Für jemanden, der viel Brust hat, ist es wahrscheinlich nachteilhaft, weil es dann so absteht und dann man aussieht, als hätte man so mega Melonen. Dann kommen wir zu einem Unterteil. Ich habe das gesehen, ich habe mir gedacht, das ist meine Farbe. Und zwar ist das hier vorne so ein Rock und hinten ist das Shorts und vorne hat es dann dieses Crossover-Ding und ich liebe ja diese Hosen, ihr kennt mich ja. Es ist so bequem, man kann es jeden Tag anziehen, es ist super simpel, man kann es zum Strand anziehen, man kann es in der Stadt anziehen. Ich liebe sowas einfach. So, das hat 15 Euro gekostet, das andere hatte 13 gekostet. Jetzt kommt noch eine Special-Sache, wo ich eigentlich nicht gedacht habe, dass ich kaufe. Ich dachte einfach, ich probiere es mal an. So habe ich demnächst eine Hochzeit anstehend und theoretisch hätte ich bestimmt irgendwas, was ich finden würde. Nun ja, ich habe aber dieses rosane Kleid gefunden. Und zwar, wie ihr seht, ist das komplett spitze. Das ist kurz, es ist sehr eng anliegend, was sehr schön ist. Es ist sogar XS. Ich habe verdammt nochmal ein XS gepasst. Normalerweise habe ich das Problem, versteht mich nicht falsch, bin ich damit prahlen, dass ich ein XS reingepasst habe. Sondern bei mir ist so, meine Hüfte ist sehr breit und deswegen passen mir normalerweise so eng anliegende Kleider nicht, dass ich M nehmen müsste, weil es mir an der Hüfte einfach nicht hochkommt und ich oben aber so schmal bin, dass ich da XS nehmen müsste. Und ich finde, Mango hat so einen geilen Schnitt hier gebracht, dass mir dieses Kleid passt. Ich hätte es niemals gedacht. Die Ärmel sind auch wieder mit so einem Schulterausschnitt und dann hier in der Seite ist er dann etwas länger, so dreiviertel lang. Und hier haben wir nochmal so einen Volant, der so ein bisschen rumfliegt. Total schick. Ich muss euch das mal angezogen dann zeigen. Hätte ich niemals gedacht, dass sowas für was für mich wäre. Aber ich glaube, für eine Hochzeit kann es im Sommer vor allen Dingen kann es sehr schön sein. Dann war ich noch bei Mango Man und habe Damian was gekauft, weil es mir gefallen hat und weil es nur 10 Euro gekostet hat, weil ich mir gedacht habe, wenn ich das aussuche, was ansieht, dann gefällt mir das schon mal. So, es ist so ein einfacher, abgefuckter Pulli in Khaki. Ich meine, ich liebe diese abgefuckten Pullis und wenn er es nicht haben will, ziehe ich es halt an, oder? Kennt ihr das? Also ich trage gerne Männerpullis. Ich hoffe, dass euch die Aufnahmen aus Menorca gefallen haben. Leider hatte ich nicht so viel Zeit, beziehungsweise an sich hatte ich schon Zeit, aber das Wetter war leider irgendwie nicht so gut. Und wenn man allein unterwegs ist, ist es so irgendwie, finde ich, schwerer, coole, schöne Aufnahmen zu machen. Trotzdem hoffe ich, dass die Eindrücke aus Menorca euch gefallen haben. Und wir sehen uns dann natürlich nächsten Samstag 9:30 Uhr wieder regulär, denn dieser Vlog kommt ja jetzt Sonntagabend online und eben gerade ist noch Sonntagmittag. Ich werde ihn gleich mal schnell schneiden. Aber davor werde ich noch was auspacken, was ich euch ja noch erzählen wollte. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall nächsten Samstag wieder einschalten. Ich verlinke euch hier den letzten Vlog. Falls ihr meinen Kanal abonnieren könnt, könnt ihr es natürlich gerne machen. Ne? Hier unten ist der Button dafür. Und ansonsten könnt ihr dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben lassen. Ich freue mich über jeden einzelnen und über jeden eurer Kommentare, denn ich werde auch gleich die Kommentare des letzten Vlogs endlich beantworten, weil die waren so süß. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dann. Tschüss!